Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Chaos-Stream in Survival of the Fittest. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar mit dem Chris Play. Hey ho, Moinsen. Mahlzeit. Ich freue mich riesig, dass du dabei sein kannst heute. Ja, ich freue mich auch. Mal gucken, wie ihr so spielt. Ja, du hast ja deine Taktik in Survival of the Fittest und da werden wir dann gleich mal, du kannst uns dann gleich mal erklären, was du so ein bisschen anders machst als wir. Das war nämlich schon sehr interessant, haben wir schon am Anfang ein bisschen drüber gesprochen. Aber mit dabei ist heute auch die Rizzeri, wieder wie immer. Hallo. Und der Captain Yamato. Hallo. Moinsen. Und ich begrüße alle, die im Live-Chat gerade zugucken. Hallo. Genau. Jo, na dann erzähl mal, was haben wir denn so, du hast ja bei uns mal reingeguckt, ne? Du hast ja schon so ein paar Sachen erzählt. Erzähl mal, was wir so gemacht haben, was du anders machst. Ja, schon am Anfang würde ich auf jeden Fall generell, wenn es nicht gerade 100 Spieler sind, in die Mitte rennen. Denn da kriegt man gute Pakete, wenn man Glück hat und hat schon einen etwas leichteren Start. Zumindest, wenn man eine Metallaxt oder Pfeil und Bogen kriegt. Mhm. Selbst Fleisch, wenn du irgendwie angehittet wirst, isst du das Fleisch, kriegst schneller Energie. Selbst das hilft. Steine und Steinschleuder, ja, sind okay, aber jetzt nicht so. Ja, und dann weiß ich gar nicht mehr, welche Richtung seid ihr gelaufen dann eigentlich? Immer zum Wasser. Immer runter den Berg. Immer weg. Also geht ihr auch direkt runter zum Wasser wegen Trinken, oder was? Ja, auch. Ja. Unter anderem auch, ja. Okay, also ich sag euch gleich, ihr müsst eigentlich nie runter zum Wasser. Ihr braucht eigentlich nie trinken, wenn ihr, ja, immer Bären mitnehmen, weil Bären geben euch ja auch Flüssigkeit und das reicht locker. Also wir haben immer den Spielbär haben wir immer dabei. Ja, nee. Das heißt, wir müssen immer einen Spielbär dran lecken. Und genau, trinken halt durch die Bären. Deswegen lege ich mir die unten auch immer auf die Schnellwahltasten. Genau, hier könnt ihr mal ins Inventar gehen und eure Sachen wegschmeißen auf O. Also einfach mit dem Mauszeiger über die Sachen und auf O, dann droppt ihr die. Was denn alles? Alles? Alles. Ja, alles. Alles. Da habe ich ja nichts mehr. Ich habe nur noch diese Hose, die richtig. Ich anhabe. Und jetzt nichts in die Mitte mehr. Rennen. In die Mitte rennen. Und das Paket genau angucken. Und wenn ihr alle Pakete weg sind, dann rennt ihr einfach weg. Dann sollten wir das nur ausmachen, wohin, vielleicht Richtung Vulkan oder so. Okay. Und nicht aufsammeln, einfach rennen. Oh Gott. Rennen, lauft. Ich lauf da schon. Rein. Und das Paket genau angucken. Einfach nur E drücken, bringt's leider nicht. Okay. Ja, die sind ein bisschen schwierig aufzuheben, aber... Ja, meins, ich hab eine Flasche. Ich hab noch was. Jetzt wegrennen am besten Richtung Vulkan. Vulkan? Okay, Vulkan. Der große Berg. Der so aussieht wie eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Bin hinter dir. Und da jetzt könnt ihr schon immer, eigentlich immer, wenn ihr lauft, immer schon sammeln. Immer drücken. Immer E drücken. Da steht jemand, sollen wir ihn töten? Wir müssen mal gucken, wenn ich schaffe. Ich hab keine Stamina mehr. Oh Gott, ich bin tired. Oh nein. Achtung, hinter dir. Ja, komm, den töten wir. Okay. Er steht einfach hinter dir. Ja. Pass auf, da kommt noch einer. Der hat einen Speer hinter dir. Ich hab auch einen Speer, komm ran. Ich hab auch einen Speer. Und jetzt renne ich natürlich weg. Ha! Ich hab auch nichts. Ich hab einen Speer. Na, der rennt weg, wer will zu zweit sein? Guck mal, jetzt können wir gucken, ob der was in sich hat, aber ich glaub's nicht. Oh, da kommen noch zwei mit dem Speer. Rennt. Rennt weg. Wegrennen. Hui! Aber die hatten einen mit Pfeil und Bogen, wir sollten auf jeden Fall rennen. Und jetzt würde ich erstmal schnell nach links abbiegen, damit wir aus dem Sichtfeld. Radius. Alles klar. Und dann bleibe ich eigentlich immer hier erstmal. Klar, ihr müsst gucken jetzt, damit nicht noch welche von oben kommen, Nachzügler. Aber ich bleib immer hier oben. Da steht einer. Da ist einer. Da steht einer mitten auf dem Feld. Der guckt gerade in sein Inventar. Da ist er. Hey, Chris auch einer. Da ist einer. Der hat Stoffsachen an. Vorsicht, der kommt genau auf die Zureserie. Da ist noch einer. Müssen wir gucken, wenn die Pfeil und Bogen haben, dann müssen wir rennen. Okay, die rennen weg. Lass sie einfach. Okay. Gegenseitig schlagen ist immer gut. Bisschen gewundert. Oh, läuft. Und hier oben bleibe ich eigentlich bis Level 10. Weil er. Ja. Bringt das eh nicht. Du brauchst erstmal Pfeil und Bogen, den kriegst du ab Level 10. Dadurch, dass ich den getötet habe, haben wir jetzt schon einen guten Schub gekriegt. Ja. Ja, krass. Und auf. Auf was skillst du jetzt nochmal immer? Am Anfang skill ich eigentlich auf Stamina und auf Gewicht. Stamina und Gewicht, okay. Also die meisten Punkte, also ich habe jetzt 4 Punkte konnte ich vergeben, die habe ich jetzt 3 auf Gewicht und 1 auf Stamina. Und echt, 3 auf Gewicht? Krass. Na, weil du sammelst ja hier und du bist ruckzuck überladen und das nutzt der Gegner, wenn er das sieht, sofort aus. Also ich habe jetzt übrigens da oben, habe ich eine Eisenaxt habe ich bekommen. Ja, super, dann gleich baust du ja viel mehr ab und alles, also bist du schon viel schneller.
Was ich euch noch für einen Tipp geben kann, damit die anderen euch vielleicht, ja, wenn ihr mal ins Inventar guckt, ihr habt es ja gerade bei anderen gesehen, der guckt ins Inventar, ihr seid dann halt leichte Beute. Mhm. Ihr könnt euch, wenn ihr hier so eine Büsche habt, okay, jetzt sehe ich gerade, doch hier ist ein Busch, einfach hinlegen auf X, zack, und dann liegt ihr im Busch, dann sieht euch der Gegner nicht. Dann könnt ihr da auch ins Inventar gucken. Ist zwar ist ein bisschen am Anfang ein bisschen anstrengend, aber ja, wenn ihr es irgendwann raus habt, dann macht ihr das schon automatisch. Das sind ja echt hier Profi-Tricks, ey. Das ist ja Wahnsinn. Aber die wusste ich ja am Anfang auch nicht. Ich habe auch ein, zwei Mal dann so mit Profis zusammen, also was heißt Profis, mit Leuten, die das halt echt gut können, zusammengespielt. Und ja. Am Anfang auch bei der Kleidung habe ich mir sagen lassen, zuerst aber den Kopf machen. Konnte ich jetzt, habe ich jetzt auch nicht gemacht, aber soll man machen, weil sonst bist du halt mit einem Hit kaputt und wenn du halt ja, den Helm auf hast, dann brauchst du irgendwie drei. Von daher immer erst den Hut machen, aber okay. Halte ich mich irgendwie auch nie dran. Oh Mann, das ist alles, das klingt bei dir alles so routiniert. Aber du wirkst so ruhig dabei. Das ist so ungewohnt. Bei uns ist immer Bei uns ist immer Chaos bis jetzt immer. Das ist jetzt das erste Mal, dass jemand mal so ein bisschen Ruhe reinbringt hier. Boah, sind wir schon Level 10? Was? Alter. Das ist die Macht der Eisenaxt. Ja, ja. Ja, ich ziehe mir die Bären immer auf 0 und 9 und 8. Dann kann ich nämlich da schnell essen halt. Hab ich die auch immer. 9 und 8, okay, jetzt. Gibt's irgendwie Tricks, schneller durch Inventar zu kommen? Ich bin ja immer noch, muss ja immer noch alles ziehen und so. Das ist aber, ist das nicht zu vermeiden wahrscheinlich, wa? Wie meinst du jetzt mit ziehen? Ja, irgendwelche Doppelklick. Shortcuts oder... Mit Doppelklick legst du es auf den ersten freien Platz unten. Also wenn du auf der 1 was hast, du klickst das Doppelklick an, packt das automatisch auf die 2. Ey, wie viel Level steige ich denn hier? Ja, ich mach grad Foundations aus dem ganzen Holz. Ja. Juhu. Da klärt einiges. Ja. Noch ein Level. Nächstes aber geht's los. Wahnsinn. Genau, und dann mache ich mir bei dem hier immer, man kann ja auch diese Blueprints sozusagen, wo du craften kannst, die lege ich mir halt auch immer auf 5 und 6 von den Pfeilen, dann weiß ich immer, wenn ich mir Pfeile craften kann. Ach so, okay. Und was ich noch brauche. Ich baue einfach ein bisschen was, was ich immer gerne tue. Ja, dann gibt's noch den Trick halt, dass man am besten die Steine nicht ganz abbaut und Bäume, weil wenn die umfallen oder die Steine zerspringen, dann weiß der Gegner, wo du bist. Also nur anhitten 3-4 Mal und dann zum nächsten gehen, aber mach ich auch nicht. Das lief bei uns dann immer so ab, einer hat den Baum angehittet, dann kam der nächste an und hat den Baum umgefällt. Das stimmt. Das war immer sehr gut. Hier läuft ein Para vor irgendwas weg. Ja, vor einem Dillo, glaube ich. Ja. Ja, vielleicht können wir den gleich töten. Hier, der läuft gerade zu mir. Das ist Level 1, komm. Supply Overload. Oh Gott, nein! Mein Ding ist kaputt. Mein Ding ist kaputt? Mein Ding ist kaputt. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Er ist hier hinten. Ich komme. Oh, Level 14 bist du schon. Gut. Warum kann er hängt fest! Er hängt in der Wand. Ich komme! Ich bin hinter dir. Auf den Arsch schlagen. Dieses Winter-Event ist so eklig. Ach so, hast du ja, mit dem Licht. Ah. Ja. So, ich habe 71 Hide jetzt. Na dann, Klamotten. Oh, da ist ein Dillo. Mitnehmen. Ach nee, ihr habt noch nichts zum Betäuben, wa? Nee. Ich bin ja so ein Dilo-Freund. Alle sagen mal, was willst du mit Dilos? Aber du hast immerhin mit Dino. Ja, darum, ne? Und die sind halt, du brauchst ein Stück Fleisch. Aber die sind ruckzuck fertig. Gott, da fallen die Bäume um, ey. Also, liebe Zuschauer, falls ihr euch wundert, warum jetzt hier fast alles weiß ist im Spiel, das ist nicht irgendwie kaputt oder so. Das ist das Winter-Update. Das ist die Sonne, die sich reflektiert im Schnee. Oh Gott. Meine Güte, ey. So, dann schalte ich mal Klamotten frei. Habt ihr schon Pfeil und Bogen? Gleich auch Pfeil. Ja. Oh, das habe ich vergessen. Das ist gut, dass du es gesagt hast. Ja, Gott sei Dank jetzt. Mich wundert, dass man hier so viele Ressourcen kriegt. Was war das? Was denn? Das war ich. Ich hab's gefunden. Alles übel. Ich höre noch Knirr. Und die Steine ab und zu mal wegschmeißen. Achso, ja, die Steine. Steine brauchen wir gar nicht, oder? Nee. Okay, nur am Anfang mit der Zwille. Na, Metall brauchst du, wenn du ein richtiger Profi bist, aber das mache ich nie. Also es gibt ja welche, die machen sich da wirklich dann
ja, eine Schmiede und schmelzen das und. Okay. Das mache ich aber auch nicht. So viel Zeit habe ich ja gar nicht. Es gibt welche wirklich, also ich habe mal mit einem zusammengespielt, der war wirklich, wirklich Profi. Der hat ja auch bei diesem Last Stand Turnier sich dreimal oder so qualifiziert, einfach aus Spaß. Einmal ist, finde ich, schon schwierig. Und der war innerhalb von, glaube, 25 Minuten war der schon Level 35 oder so. Also Alter, der hat doch richtig, der ging richtig ab. So, da haben wir einen Dilo. Hat jemand von euch Fleisch? Ja, ich habe Fleisch. 40 Stück. Boah, was ist denn das her? Ne, ich habe da die Eisenspitzhacke. Ich habe einfach auf den einen Para eingeschlagen und dann habe ich das alles bekommen. Okay, hör mal, ich brauche mal noch einen Betäubungsfeil. Ja, die Spitzhacke hier, Dings. Axt meine ich. Ich finde irgendwie keine Büsche mehr, die ich angrapschen kann. Was ist hier los? Ist irgendwie gerade leer. So, jetzt habe ich Durst. Einfach Bären essen. Hier hinten ist ein bisschen. Verdurst hier noch. Weil ich finde zum Pflücken. So, wo waren jetzt der Dino hin? Ist hier ein bisschen heit oder? Boah, ist das hell. Das ja, das ist echt krass hier. Wo war denn der Dino jetzt? Ich wollte dich doch mitnehmen. Da ist er. Spielbär, wo bist du? Ich lock den mal zu uns. Bring da mal ich was. Ich bin gerade an der Felswand, bin ich gerade. So ein bisschen in der Nähe. Wo ist er denn? Ah, da hinten, ich sehe dich. Ja, Vorsicht, also so. Der kommt. Ich habe 3 Pfeile, die dürften eigentlich reichen. Boah, ich sehe gar nichts, ey. Mit diesem Glimmzeug hier. Wahnsinn. Mal da aus dem Weißen raus. Warte, ey, da kommen sogar, kommen da 2? Ja, da kommen 2, da sind 2 dahinter. Ja, ist doch. Oh. Boah, ich sehe nichts mehr. Ich sehe überhaupt nicht. Geht zur Wand vielleicht, da ist ein bisschen Schatten. Ja, das ist so krass. Boah. Wo ist er hin? Das ist hart. Da ist er. Das ist wie so eine Grenze hier. Müssen wir mal gucken, dass wir beide irgendwie. Okay, einer liegt. Ja. Den anderen, den kriege ich jetzt auch noch down. Da liegt er. Einfach Fleisch rein, die brauchen nicht mal Narkotik. Jo. Das ist das Gute. Jo. Jeder kriegt einen Stack hier. Wir haben gut ausgesorgt für alle. Das Ding ist, die brauchen, ich glaube, lass mich lügen, ich glaube, die brauchen 2 oder 3 Stückchen Fleisch, wenn überhaupt. Also Level 2er, der braucht, glaube ich, nur 1 Stück. Ha. Oh Gott. Ja, dann haben wir sie ja fast. Ne, 2 brauchen die, genau, 2. Haben wir so. Ja so gut wie schon, sicher. Wo? Braucht jemand noch Pfeile? Ja. Ich habe 78. Läuft. 78 Pfeile. Ah, hier, der frisst einmal und hat ein gutes 2 Drittel voll, also. Der hier, nice. Genauso. Level up. Ich finde, dann hast du auch immer so, viele sagen, wie gesagt, Dilos sinnlos. Oh, hier, welches Level hat er denn? 8, naja, oh, der ist ja, auch. Die Morphodon oder was? Ja, der ist aber made boosted, das ist riskant. Ich guck grad, ich brauch unbedingt noch irgendwie Fiber oder so. Das ist gerade irgendwie. Fiber. Das ist gerade irgendwie die Engstelle hier mit dem Fiber. Na, you tame also, wir können auch schon weiter runtergehen, also. Ihr habt ja jetzt hoffentlich Pfeil und Bogen. Wobei es hier oben eigentlich ganz gemütlich ist, so, ne, oder? Du hast halt deine Ruhe, aber du brauchst halt ja mehr Ressourcen. Und größere Dinos. Oh, ist das hell. Hier sind Büsche zum Krapschen. Wo war den? Und du musst eigentlich beim Laufen permanent alles einsammeln. Dann schmeißt du halt wieder alles weg, aber du kriegst halt immer diese oben diese XP-Boosts von den anderen. Und deswegen steigst du halt auch richtig schnell. Okay, alles sammeln. Alles krapschen. Ich drück permanent immer E. Alles angrabbeln. Schön angrabbeln hier alles. Oh, hier ist nichts. Ja, wenn euch mal ein Kano verfolgen sollte oder ein anderer Fleischfresser, dann, wobei nee, T-Rex und Spino gehen automatisch auf Pflanzenfresser in der Nähe, wenn du da dran vorbeilaufst und Kano der nicht, da musst du einfach, da musst du dich hitten lassen, wenn du neben einem Trike oder so stehst, dann hittet der aus Versehen das Trike mit und dann nimmt er nur noch das Trike. Ja. Oh, was? Oh, Double Taming, jetzt muss man auf jeden Fall eigentlich was tamen. Warum? Irgendwie folgen die Dillos mir, ich weiß nicht warum, aber weil du am nächsten dran standest. Hier unten ist ein Stego. So, Pfeile. 6. So, wir gucken hier. Ich glaube, ein Schweig wäre nicht verkehrt. Ich hole mir erstmal schnell den Dodo. Ich merke gerade, ich habe gar keine Spitzhacke gemacht. Scheiße. Ich muss erstmal einen Stein finden hier. Hier gibt es keine Steine. Hier sind lauter Steine. Ja, aber, ja, ich kann sie aber. Ach, Moment, warte mal. Ich bin da blöd. Ich habe hier gibt es keine Steine. Okay. Ja. Ich bin da irgendwo anders. Warte mal. Ach, nein. Jetzt, wo meine Dings alle sind. Warten. Was alle. Ah. Ich hab. Was auch immer.
Ich hab was auch immer. Genau, wenn euch hier die komischen Fliegen angreifen, ja Schwarm und sowas, einfach hinhocken und nach oben stechen. Okay. Dann treffen die euch kaum und jetzt habe ich mir natürlich zu viel Sperre gemacht, egal. Oh, Ari ist tot. Nee, oder? Und Niklas ist auch tot, oder? Habe ich das richtig gelesen? Oh, die spielen nämlich, nur zur Info, die Ari und der Niklas, die spielen mit dem Lone Star zusammen hier auch auf dem Server gerade, aber im anderen Tribe. Oh Gott. Und wir haben uns nicht abgesprochen oder so, jetzt nur zur Info, also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie mit zwei Tribes gemeinsam spielen, die spielen einfach für sich. Aber sie sind gerade irgendwie haben sie gerade ein Problem gehabt. Hm, Level 1. Hm? Das könnte was vorteilhaft sein. Aber die brauchen immer so lange, obwohl Level 1 geht eigentlich, komm. Das Strike hier. Hat jemand noch Betäubungspfeile? Ja. Ich arbeite dran. Ich weiß halt nicht, wie viel die brauchen. Ich hitte den jetzt einfach mal an. Eins. Okay. Zwei. Drei. Vier. Jetzt fall um, Diggi. Komm. Die Dilos sind noch auf. Oh ja, mach die Dilos immer auf passiv. Einfach auf Stege. Oh, jetzt rennt weg. Da liegt er. Okay. Yay, nice. Ich hab die Dilos noch. Hast du passiv, ja? Am besten die lila, ne? Ja, genau. Jo, Mijus. Aber die brauchen halt immer, obwohl es ist ja Double Taming. Jetzt muss man mal gucken, dass er schnell frisst, solange das Event noch ist. Mit denen kriegst du halt jetzt schnell Bären und dann hast du halt immer Narco-Berries, kannst dir schnell Betäubungspfeile machen. Weil der Sattel, der. Ich weiß gar nicht, was der kostet, auch nicht so viel. Haben wir den können wir, glaube ich, sogar machen. Ich hab, glaube ja, genau. Hide. Ab 15. Ich hab noch gar 15 auch. Wo ist denn der Sattel? Ich sehe den da, Trike-Sattel. So, gucken wir mal. Ein bisschen sammeln noch hier ein bisschen. Ja, 52 halt brauchst du. Oh, ne, dann machen wir noch schnell ein Dings, ein Paraplatt irgendwo. Ist hier zufällig einer? Da oben ist einer. Hier oben sind auch noch hinter der Bergkuppe. Sollen wir uns aufteilen? Hier, Yamato? Machen wir mal schnell hier Trike? Trike-Action? Trike-Action, sag ich schon. Trike-Action. Para-Action meine ich. Mann! Alles klar, ich bin dabei. Na gut. Dann Feuer frei. Okay. Kann ja gleich ein bisschen Zielschießen üben hier. Na, pass auf, dass er euch nicht zu weit weglockt. Schieß mit. Und schießen wir auf den gleichen eigentlich? Ich glaube schon. Ich denke schon, ja. Schießen wir. Sollten wir. Weil er hat den Pfeil im Schwanz hinten drin. Ah, das Strike ist gleich fertig, super. Er läuft weg. Ah, ich glaube, den kriegt er nicht mehr. Ach, scheiße. Warte mal, lass mal den auch angreifen, aber versuchen wir mal den so zu treiben, dass er in die Richtung von den anderen läuft. Oder da unten sind welche, hinten sind welche. Oh, oh. Zwei Stück. Scheiße. Komm zurück, hinter den Kuppel wieder rüber. Kommt zu euch. Tribe vom Beam. Was? Steht da oben. Stimmt, Tribe of Beam. Übt er jetzt oder was? Weiß nicht. Möchtest du die Geschichte erzählen? Oder du hast es ja eh in deinen Videos. Wenn du vielleicht das ich fand es nur ein bisschen traurig, möchtest. Also ich hätte gerne mal seine Sicht gesehen, aber er hat es halt nicht hochgeladen, weil er nach 20 Minuten gestorben ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es hochgeladen habe, ja doch, ich hätte es hochgeladen, ist eine Folge, scheiß drauf. Muss man auch zustehen, man hat nicht immer einen guten Tag. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt. Ne? Ich meine, überleg mal, wie oft wir schon verloren haben. Da, also wir, uns ist das vollkommen egal. Ah, das Strike ist fertig. Yay. Jetzt haben wir nur keinen Sattel. Scheiße. Ja, uns fehlen noch so ein bisschen Hide fehlt noch, ne? Dieses Force Feeden kennt der ja. Ja, dass er sich aufheilt. Mach ich jetzt einfach mal. Hinten ist noch so ein Paar. Stimmt, wir brauchen mal Hide jetzt. Wie viel hast du noch? 15 habe ich. Ich habe noch 3, das ist nicht viel. Da kommen welche, oben sind welche. Was? Die kommen hier runter, die kommen hier Richtung, hinter den Tribe. Ja, da hinten. Na, siehst du? Jo. Hast du sehen, oder? Ich sehe ihn beim Baum da oben. Da hinten ist noch links einer, die wollen sich anlocken. Schleichen, ich hab ihn hier. Gott, wie mach ich die Viecher wieder auf aggressiv? Okay, machen sie schon. Oh, alle beide? Wow. Scheiße. Wow. Hier oben ist er. Lock die Dilos rauf. Ja, mach das schon, machen sie schon. Okay. Oh, er hat einen getötet, einen Dilo. Oh, noch einen. Nein, zwei noch. Scheiße. Pass oh Gott, diese. Jetzt weht es hier hoch. Pass auf, da hinten kommt noch einer. Da kommt noch einer, da kommt ein dritter. Achtung. Oh Gott, der hat immer getroffen. Scheiße. Gott, was ist hier los? Rennt immer zickzack einfach. Pass auf, der hat nur Dings. Ja, okay, der Tor. Nein! Er hat mich. Was hier ab? Ja, mich auch. Scheiße. Ich hab ihn. Nice. Sehr schön. Verdammt, ey.
hab den zweiten. Jawohl. Nice! Oh, es geht ab hier. Wow, einmal hat er mich. Wow. Ja, jetzt hat er mich auch einmal erwischt. Oh, das sind noch zwei, das sind noch zwei vor allem. Deshalb. Oh Gott, irgendwie von allen Seiten. Ja, ich bin fast tot. Ja, Resilienz. Ja, verdammt. Nein. Wie war das? Chris ist der Letzte, der noch steht. Die bekämpfen sich gerade gegenseitig. Ich kann es nutzen. Nein, ich hab mein Speerskal, mein Bogen ist kaputt. Schnell. Ah, ich treffe schneller. Ich treffe auch so schlecht, ey. Das ist unglaublich. Nicht abhauen. Er will abhauen. Jetzt hab ich ihn. Komm schon, und er ist tot. Jawohl. Nice. Boah, nice. Vier Stück gekillt. Ja, krass, ey, das gibt's ja gar nicht. Ist super, wow. Ey. Krass. Wahnsinn. Ja. Boah, jetzt da sieht man, dass wir nicht genug PvP-Erfahrung haben. Ja. Boah, was ist denn jetzt? Jetzt kommt hier noch so eine scheiß Fliege. Krass, ey. Mann. Wie es einfach mal ausgemacht hat. Wahnsinn. Ari schreibt, haha, wie vermutet, Chris macht das, genau. Ja, super. Ah, die haben alle nichts. Ah, doch, die Klamotten. Siehst du, jetzt kannst du ja wenigstens auf den Chat eingehen. Jetzt kann ich auch mal, genau, jetzt kann aber ich auch mal. Aber du kannst nicht mehr zugucken, leider. Ja, ich kann leider nicht mehr zugucken. Aber liebe Zuschauer, wenn ihr das hier sehen wollt, du lädst es ja auch hoch, oder? Jo. Dann könnt ihr auf den Kanal von Chris vorbeigucken. Ihr könnt auch auf die Kanäle von Captain Yamato und Rizzeri vorbeigucken. Da gibt es dann nämlich auch die entsprechenden Perspektiven zu sehen. Falls hier mal Schwarzbild sein sollte, ja, dann könnt ihr das dann entsprechend bei den anderen dann sehen. Ja. Also momentan beim Chris, ja, bei uns. Momentan nicht. Halt beim Chris, ja. Alter, Chris. Wie viel Level ich hab. 31, ja, das ist ganz schön zügig. Jetzt 40. Oh, was? Was geht ab? Damit ist das jetzt hier ein Podcast geworden gerade. Ja, ne? Ja, das tut mir gerade auch leid, aber. Ja, ach, ich bin das gewöhnt, also. Wir blenden einfach alle drei einen tanzenden Dino ein. Genau. Ich hab dich ja gerade mal ausgeraubt, Spielbär. Ja, sehr gut. Ich hatte ja noch coole Sachen. Ich hatte Wahnsinn. Noch viele Pfeile, glaube ich. Na, die Pfeile nehme ich mir auch gerade. Ich hatte eine komplette Heidrüstung gehabt. Was? Ja, ich bin trotzdem gestorben. Kannst du mal sehen. Weil das waren zwei Tribes, da sind wir jetzt sozusagen dazwischen zwischen geraten. Zwischen die Fronten, ja. Krasse Sache. Eieieiei. Der arme Bär. Ja, so sieht's mal aus. Ihr habt gar nicht so viel Pfeile, schade. Schade. Naja. Nee. Na, 19 sind noch übrig. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich auch mal waghalsig jetzt irgendwas und wir machen dann noch eine Runde. ich will euch da jetzt auch nicht ewig warten lassen. Stimberries weg, Fleisch weg. Achim fragt, das schneidest du dann raus bei YouTube, oder? Nicht unbedingt. Wenn wir was Lustiges sagen sollten, dann lasse ich das drin. Wenn wir nichts sagen, dann schneide ich es raus. Hm. Dann sagt man was Lustiges. Ja, sagt man was Lustiges. Clown. Lustiger Clown. Nein? Okay. Verdammt. Entschuldigung. Sehr gut, ey. Schalten hier stumm. Okay, ich hab eine Idee. Ah, Day-Night-Switch. Perfekt. Das ist jetzt Nacht oder was einfach? Nee, jetzt wird's wieder Tag. Es war schon mal einer. Ein Day-Night-Switch. So. Oh, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Genau 0 Uhr. Ist das auch noch ein Tipp für euch? Fürs nächste Mal. Genau 0 Uhr kommt ja immer der Location-Dings. Wenn ihr da mehrere in einem Tribe seid, alle auf einen Haufen stellen, dann denkt der Gegner, dass nur einer. Wenn er blöd ist, kommt er an. Oh Gott, das muss in der Horror. Das ist natürlich. Das wusste ich gar nicht, dass der immer um 0 Uhr kommt. Ich dachte, das wäre random. Ja, nee, immer 0 Uhr. Das ist ja krass. Ach verdammt, jetzt habe ich mir die Klammer. Das ist gut zu wissen, wa? Wenn man es weiß, dann ist das natürlich gut. Ja, ja, das stimmt. Da, das ist natürlich klasse, ja. Ich tausche gerade mal die Klamotten aus. Ich sollte aber was Lustiges sag, ich mag Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Ja, ich auch. Kartoffeln sind geil. Kann man so viel draus machen. Jetzt mache ich noch die Leichen kaputt. Erstens kriege ich das Fleisch und zweitens sieht der Gegner, wenn jetzt einer hier langkommt und den looten möchte, sieht er halt den schwieriger und das Zeug despawnt schneller. Ach, das war das Gedresche, so. Was ich gerade gehört habe. Ja. Wird hier noch zum Kannibalen. Verstehe. Müssen wir mal gucken. Feuer.
Boah, ich hab gar nichts. Flint, Stone, Sedge. 40. Wahnsinn. Ja, das ist schon aber ein anderes Kaliber, ne? So, wenn man so spielt, so ein bisschen. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ich muss auch sagen, wir sind durch die zwei, drei Kleinigkeiten, die wir jetzt anders gemacht haben, auch irgendwie schneller vorangekommen. Also wir haben schneller gelevelt und so. Alleine dadurch, dass ich schon diese Metallaxt hatte, ging das alles auch schon viel schneller. Ja. Ist halt schon, ja, sind halt so die Kleinigkeiten, die so ja, das stimmt. Den Unterschied machen. Aber ja, ich hatte auch jemanden, so wie ihr sozusagen, der das mir erst erklärt hat. Also ich hab's auch nicht von alleine rausgefunden. Gott. Und wie viel Spielzeit hast du jetzt schon ungefähr so in Survival of the Fittest, wenn man so... Oh, Survival of the Fittest, müsste ich gucken, wie viel... nicht viel, also... Warte, ich lass mich lügen, aber ich glaube jetzt, das hier wird jetzt meine 10. Folge auf meinem Kanal. Und davor habe ich vielleicht mal ohne Aufnahme... Lass es 5 gewesen sein, gespielt. Also 15, ja. Mhm, okay. So, Feuer. Mhm. Das ist jetzt unsere 4. Folge, SOTF. Und davor halt auch nur so 5-mal oder so. Also zumindest ich. Also ich habe das jetzt nicht so häufig gespielt vorher. Fritzi, du hattest das schon ein paar Mal, ne? Also du hast das auch immer mal. Wir waren auch beide einmal ganz gut dabei, oder nicht? Bei einem stimmt, das war sogar das erste Mal, wo wir gespielt hatten. Da warst du Dritter geworden und ich habe das Spiel am Ende gewonnen, weil der Idiot sich von einem Dimorphodon fressen lassen hat. Er so, komm, lass uns das regeln wie Männer, ja. Ich warte in der Mitte und warte und warte. Oh, vom Dimorphodon gefressen. Okay. Oh, mega cold ist es. Ich sollte mal beim Feuer bleiben, auch wenn es riskant ist. Oh, mega cold. Da wäre eine Erinnerung wach. Hm. Ich stehe am Feuer und dem ist immer noch kalt. Was stimmt denn mit ihm nicht? Mach noch eins. Ach, noch ein Feuer. Noch 3. Jetzt sterben die alle. Wegen der Megakult. Nee. Es würde mich nicht wundern. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja, wir kennen uns da aus, wie man bei Megakult verkacken kann. Und bist du jetzt schon wieder rausgegangen, ja? Hier? Rausgegangen? Aus dem Spiel. Nee, aus dem. Jetzt ist einer gestorben bei mega kalt. Ey, ich bin am Feuer und dem ist immer noch. Das geht da gar nicht. Geld. Da geht ja nur die Gesundheit auch wieder runter, ne? Ganz normal. Also wie immer. Na, wenn wir ihn da, wo wir diese Mega-Heat hatten, da war ja auch. Der ist ja auch nicht abgekühlt wirklich. Da waren wir ja trotzdem im Fluss, ist ja nichts passiert. Wo Spielbär noch dieses Fleisch gegessen hat. Ich bin zu hoch auf dem Berg eigentlich, aber eigentlich auch nicht. Gute Fleisch, das Beste. Das beste Fleisch. Schütz gegen Kälte, Schütz gegen Wetter, ja, Essen, ne? Scheißegal, da steht ja noch was. Vollkommen wurscht, ne? Oh, jetzt komme ich hier nicht ans Feuer. Oh, noch 12. 8 Tribes und 12 Spieler. Ari schreibt, mega cold, kuscheln. Alleine. Ja. Ja, mit dir selbst kuscheln. Roll dich ein. Manchmal hoffe ich auch, dass das Feuer Leute anlockt, aber... Ja, ist es denn dolle weit sichtbar? Aber es ist ja Tag, ne? Nee, es ist Nacht. So. Das habe ich auch nicht verstanden. Da war Day and Night Switch, aber irgendwie... es blieb Nacht. Merkwürdig. Die langen Nächte in der Megakälte. Oh, da sind 2 Fragen. Spielbär, was war dein erstes Video auf YouTube? Das war, glaube ich, was von Kirby Space Program. Und woher kennst du Rizzeri? Von Left 4 Dead und von Evolve? Mhm. Left 4 Dead und Evolve. Ja. 2 Fragen, schnell beantwortet. Ja, super. ging ja ruckzuck hier. Wow. Ja genau, stellt jetzt mal alle Fragen, dann hat der Spielbär ja Zeit. Ja, genau, jetzt kann er den Chat mal lesen. Scheiße. Letztes Mal habt ihr euch beschwert. Was? Ich glaube, ist jemand. Oh oh. Aber ich sehe keinen, es ist so arschdunkel. Ich habe aber gerade einen Pfeil neben mir einschlagen hören. Ne, du hast auch was abgekriegt, ne? Nee. Du hast weniger Energie bei mir. Ja, ja, wegen... Mega cold. Jo, jetzt ist die Kälte weg, okay. Ich höre ein Dilo. Mega cold. Da ist ein Dilo. Den nehme ich natürlich mit. Ich bin so ein Dilo-Fetischist. Kann nie genug davon haben, ne? Schlaf ein. Ich hoffe, da war echt jetzt kein Spieler. Das
Was hast du heute zu Mittag gegessen? Hat er schon wieder vergessen. Da hat er noch, hat er noch geschlafen, hat er noch, war noch gar nicht wach. Mittag gegessen. Das habe ich vergessen schon wieder, scheiße. Hat jetzt mein Feuer kaputt gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Also irgendwas ohne Fleisch. Stimmt. Ich habe mir was zum Asiaten geholt, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Erinnerung kommt zurück. Ich erinnere mich. So, ich und meine Orientierung, das ist wieder... Warten. Okay, ich hab's gefunden. Mein Feuer. Okay. Bin nicht mehr gehört. Diese Spannung. Ja, ne? Man kann sie förmlich mit den Händen greifen. Man kann sie förmlich schneiden. Ja. Brauchen wir mal einen Dino. Da ist er doch. Schon fertig, Mensch. Hast du jetzt den einen nächsten, oder? Nee, also einen Dilo. Ah. Noch 12 übrig. Hoffen wir mal, dass die schnell die Kurve kratzen und dann... 12 und 8 Tribes. Oh, das heißt, es gibt noch ein paar mit mehreren. Ja. Ach, no risk, no fun. Ja. Also jetzt gehst du in die Mitte, oder? Da ist ja noch keiner, denke ich mal. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mir als nächstes crafte. Pike und so, das lohnt sich nicht. Da muss ich extra eine Smithy machen. Ah, wie lange ist denn? Oh, noch 50 Minuten. Alter. Ich könnte die jetzt suchen gehen. Suchen und zerstören. Ja. Aber hier könnte ich mir echt eine Smithy hinstellen. Das probiere ich jetzt. Habe ich noch nie gemacht. Oh. Oha. Na toll. Und ich sehe es nicht. Verdammt. Okay, ich muss auf Foundation. Kann sehen, scheiße. Kein Chris kann es sehen, wenigstens. Ja. Wieder mega cool. Das gibt's ja gar nicht. Muss ich mir das Video noch angucken auf deinem Kanal. Ja. Wann geht's mit Keep Talk? Nee, Moment. Wann geht's mit Nobody Explode weiter? Das ist eine gute Frage. Das wollten wir auch mal weitermachen, ne? So, da haben wir ja auch noch ein paar Bomben übrig. Wir haben noch ein paar Bomben übrig. Hast du noch ein paar Bomben? Scheiße. Okay, ja. Müssen wir mal irgendwie mal Zeit finden, glaube ich. Irgendwann. Du mit deiner Zeit, ey. Sind so schwer beschäftigt. Und wann machst du endlich Minecraft, Mann? Niemals. Ja, wann kommt wieder Ark? Ja, wann kommt wieder Ark? Machst du noch Ark Let's Plays eigentlich? Ja. Das hab ich heute wurde mir heute wieder zweimal die Frage gestellt, ob ich noch Ark Let's Plays mache. Ja, wirklich. Ach, Quatsch. Ja. Ach. Wo jeden Tag eine Folge kommt. Ich gehe mal gucken, ob ich noch... Moment, ich bin gleich wieder da. Ja. Oh Mann. Stone, Flint und was war das andere? Hide. Oh, ich brauche Hide. Gerne den Chat lesen. Soll ich dir was vorlesen aus dem Chat? Ja, lies mir das vor, komm. Sarkos sind recht stark, schreibt da jemand. Genau, was hier gibt mir mal noch ein paar Tipps, die ich nicht weiß. Hier schreibt jemand Blink, Blink, Blink. Das ist ein Insider auf Geek Talking. Ja, weil Ari Piep Piep geschrieben hat, das war aber... What? Piep Piep geschrieben hat, das war aber Blink. Wow, was war das? War das das, was? Das war... Ach komm, ist klar, hier ist ein Cheater. Hundertprozentig. Da kam gerade einer, ist das ihr Ernst? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, toll. Oh, hau ab! Oh, einmal hat er mich schon getroffen. Einmal habe ich ihn getroffen. Der kommt hier mit dem Raketenwerfer vom Himmel, sein Ernst? Was? Echt? Echt? Und da hat er mich. Leck mich! Wie kam der denn bitte? Der kam von oben runtergefallen. Klar, Raketenwerfer kann er ja haben durch einen Erdschwab. Aber dass er vom Himmel runtergeflogen kommt. Das ist ja krass. Ich wollte gerade schon sagen, Chris sagt hier mit Absicht, das habe ich ja noch nie gesehen, weil er genau weiß, dass wir anderen nichts sehen. Aber leck ja, das doch, ist ja krass, ey. Das will ich mir dann unbedingt mal angucken bei dir. Ja, kurz vor Schluss, ganz vor Schluss. Scheiße, da kommt er von oben runter, das gibt's gar nicht, mit dem Raketenwerfer. Ja,
Scheiße, ich bin extra noch Zigzag gelaufen. Der heißt Dinolex. Dinolex, ja, 31. Ja. Das ist ja ein Penner, der freut sich jetzt. Na egal. So, dann mache ich an der Stelle auch erstmal bei meiner Aufnahme einen Cut. So, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.